Ja, guckt euch diesen Kerl an hier. Guckt, ich habe ganz normal nur Katharina Kostolmann, mir nicht mal Doktor, auf Google eingegeben. Und da bin ich. Nee, das wollte ich ja gar nicht. Ja, diese Webseite, die verdient wirklich einen Preis, für einen Mutpreis, weil die sind immer noch da. Zum großen Unbehagen eines Herrn Professor Dr. Tollmein, der versucht, die Welt zu regieren mit seinem Diktat. Ja? Ihr könnt euch das gerne mal anschauen, solange es noch da ist. Ich weiß nicht, ob er es jetzt wirklich alles draufsetzt, aber diese Leute sind absolut geil. Ich finde das so toll, dass sie sich gesagt haben, wir sind in der Demokratie und Herr Tollmein, was wollen Sie von uns? Und hier, da tust du diese Frau rein und dann kommt hier der Mann, der Ehemann zwischen zwei Bäumen, hier, Ramzi Al-Khalisi, genau. Wir haben auch noch ein Wörtchen zu reden, Herr Ramzi Al-Khalisi. Ich lasse mich nicht dreifach in einem Satz beleidigen. Es ist unfassbar, was hier abgeht. Und dann stand er noch, Schmiere, bei der Premiere, stand er da wie so ein Gargel, so ein Wärter der Hölle. Das war wirklich lustig bei der Premiere. Ja, genau. Also, Herr Dr. Oliver Tollmein, wenn jemand Schuld hat, dass Ihre Frau rausfliegen wird, dann sind Sie das, wie Sie hier so ganz freundlich zwischen den Birken durchklotzen. Ja, sonst stehen Sie doch immer mit so einem Kissen da. Jetzt gucken wir mal. Sonst stehen Sie doch immer mit so einem Kissen da mittendrin. Aha, genau. Alle akzeptieren. Rechtsanwalt. Triange-Regelung. Genau. Das ist ja toll. Und da, von da zum Moderator. Genau. Zum Imperator. Nee, möchte gern. So, also. Das geht nicht und ich wollte das nur mal gesagt haben, weil sie haben versucht, hier Google zu säubern, wie die Nazis das damals mit Deutschland taten, ja? Und das geht auch nicht. Hier, das ist die Petition, das war mein Link zur Petition, die hat dieser Mann tatsächlich löschen lassen, mit übelsten Lügen. Hier, das ist das Bild direkt daneben, das ist ja ein toller Gegensatz. Hier, das hat er gekillt und hier steht er mit seinem komischen Stuhl, mit seinem Massagestuhl oder was immer das ist, ja. Und darunter hier gleich dieser andere Verräter, der kann gleich mit der Frau Tollmein die Koffer packen und abhauen. Dieses falsche Gebaren hier. Ja, genau, Herr Al-Khalisi, Sie wissen ganz genau, dass ich dieses Theaterprojekt mit Ihnen, vor allem auch mit Ihnen besprochen habe bei allen Premierenfeiern. Sie sollten sich wirklich alle schämen, so Dreck schämen, aber Sie wissen ja nicht mal, was das ist, sich zu schämen.